Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Oh yeah, und ich habe richtig Lust auf dieses Spiel. Ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Und wir müssen natürlich immer noch in Level 2, in Welt 2 bestehen. Und zwar in 2.6, um es genau zu nehmen. Und das passt mir jetzt gar nicht, weil ich eigentlich richtig abgehen will. Aber auf diesem hässlichen rosa Pilz geht das nicht. Und diesen Panzer brauchen wir, um an die erste Star Queen zu kommen, die sich hier befindet. Mit Propeller geht das ganz einfach so, aber nicht. Da brauchen wir den Koopa. Und die zwei nerven auch, deshalb müssen sie gehen. Und wen haben wir denn hier noch? Ja, den Grün, der kann mir mal die zwei Münzen bringen. So, als nächstes müssen wir hier oben rauf und unseren schönen rosa Pilz Würfel verlassen, um hier in die Röhre zu gelangen und dann die zweite Star Queen zu kommen. Dafür benutzen wir diesen schwarzen Flügelblock oder wie auch immer man den nennen will. Der hat prinzipiell die gleichen Funktionen wie der Propellerhut. Nur muss man ihn tragen. Ein Power-Up ohne Power-Up. Das Power-Up kriegen wir dafür hier. Und das ist wichtig. Denn in diesem Level gibt es nicht nur die drei Star Coins und dieses dumme Vieh. Nein, es gibt noch einen geheimen Ausgang. Und den braucht man natürlich auch für die 100%. Aber erstmal mit dem Peacewitch hier die blauen Münzen abholen. Jawohl, ja, die noch. Nehmen wir auch noch mit. Und die letzte Star Coin. So, die Red Coins liegen hier auch nicht umsonst. Aber ich werde sie trotzdem schon mal mitnehmen. Denn für den geheimen Ausgang braucht man hier den Propellerhut, anders geht es nicht. Jetzt explodierte, scheiße, na gut. Und sollte man von den, wie nennt man das eigentlich? Von diesem, ihr seht, da oben ist der Ausgang. Müssen wir nicht ran. Ja, wie nennt man dieses Feuerteil eigentlich? Schreibt's doch mal in die Kommentare, während ich hier versuche, irgendwie ranzukommen. Aber versuchen wir es nochmal. Oh, knapp. Ah, es war jetzt total daneben. Scheiße, wie mache ich das? Jetzt vielleicht? Jawohl! Haha. Skill. Hat gepasst. Dann springen wir hier und nehmen noch das Leben mit. Und dann haben wir Level 2.6 abgeschlossen. Zumindest zum ersten Mal. Und wir kommen zur Kanone. Aber die benutzen wir nicht, weil wir keine Noobs sind. Wir schließen das Level. Das Level natürlich. Das Level oder den Level, keine Ahnung. Wie auch immer, wir schließen es nochmal auf legalem und normalem Wege ab. Gut, das Ding brauchen wir jetzt nicht nochmal. Aber gut, nehmen wir die 1000 Punkte mit. Ach, ihr schon wieder. Habt ihr keine Hobbys? Müsst ihr nicht irgendwie für Bowser arbeiten oder so? Jo, betrachten wir das Level doch mal auf dem normalen Wege. Ohne die Röhre da oben. Also ihr seht schon, das ist ziemlich klein. Och nein, geh doch weg. Ach Dreck, jetzt komme ich auch nicht zurück. Naja, gut. Ja, hier nicht zu viel Risiko eingehen. Das ist mir das schon lieber. Geh weg. Ja, dafür sind die Red Coins. Ich habe ja gesagt, die liegen da nicht umsonst. Wer hier sein Power-Up verliert, hat hier nochmal die Chance, sich den Propellerhut wieder zurückzuholen. Oh, das war knapp. Hallo, ich bin hier. Ja. Okay. Jo, Röhre brauchen wir nicht mehr, haben wir eben. Von daher können wir auch direkt weg. Und tschüss. Wo kommt das eigentlich her? Ich weiß es gar nicht. Tschüss. Ja, aus dem Türkischen ist klar, aber was heißt das?
Keine Ahnung. Aber die brauche ich auch nicht, die Ahnung. Also ihr seht schon, mir fällt gerade nicht so viel ein, was ich irgendwie sagen könnte. Deswegen geht's auch direkt in die Burg. Vorher werden wir aber, ja, so ist es, mit den Gegnern dieser Welt konfrontiert. Und es sind keine Sandstürme, sondern diese kleinen Stachelkäfer. Aber allzu viele Probleme sollten wir uns auch nicht bereiten. Da kann man drauf springen und dann kann man das da unten reinwerfen. Und so bin ich da jetzt oben drüber gerannt. Ist auch egal. Jo, und dann haben wir es. Drei Pilze für uns. Und die Musik ist wie immer gut. Einmalig, auch in diesen kleinen Gegnern. So, die Häuser machen wir später. Ich will erstmal zur Burg. Und soweit ich weiß, ist das ein Scrolling-Level, wo man immer einen bestimmten Weg wählen muss. So ist es. Und wir sehen da die erste Starcoin. Da geht es schnell zu sein. Jetzt wieder raus. Okay. Nicht zerquetschen lassen. Wo kommst du denn her? Oben, unten, Mitte. Ich meine, beim ersten Mal musste man nach oben. Wobei es eigentlich sonst immer der schwierigste Weg ist. Der wäre hier unten. Naja. Soweit ich weiß, ist es der hier. Aber wir hören es ja gleich. Jo. Alles richtig gemacht. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht. Nie wieder. Was habe ich da gerade gemacht? Ich weiß es doch auch nicht. Ich dachte, ich komme da noch vorbei, wenn ich renne. Aber ich wusste jetzt nicht, dass man da irgendwie Anlauf für braucht. Oh, scheiße, da komme ich... Dachte schon, jetzt werde ich wieder zerquetscht. Gut, vom Knochentrocken nicht überrumpeln lassen. Der jetzt hoffentlich meinen Background ziert. Denn ich habe ja einen neuen, wie ihr bereits wisst. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist es noch die erste Version. Ich weiß nicht, ob es eine zweite geben wird. Ob sich der Arados Let's Play nochmal kurz ransetzt und das eine ändert. Die eine Sache. Weil ich den Knochen trocken irgendwie mag. Spätestens seit Mario Kart für Wii. Hier ist es natürlich unten, das weiß ich noch, weil oben das Power-Up ist. Und unten die Gegner. Also im Zweifelsfall ist es immer da, wo der schwierigere Weg ist. Jo, und das ist richtig, wir hören es wieder. Und dann gibt es noch die letzte Stage, dafür brauchen wir den P-Switch. Dann kommen wir nämlich hier in die Münze und zum anderen kommen wir dann, wo jetzt die Münzen sind, genau hier. Denn da sind bekanntermaßen ohne den P-Switch Blöcke. Ja, passt doch. Einmal oben, einmal unten und einmal hinten. Also wie gesagt, zum Background, ich würde gerne dafür den Luigi rausschmeißen. Weil ich finde, dass es, ja, dass er auch nicht so auffällig ist. Also ich meine, grüner Luigi, grüner Background, muss da nicht sein. Ich mag ihn zwar, aber ich finde den Knochen trocken irgendwie seit Mario Kart für DS einfach cool. Ich glaube, der würde doch besser hinpassen an die Stelle. Aber gut, ich bin richtig glücklich natürlich, dass ich den Background überhaupt habe. Und jetzt sollte ich mal weniger labern. Sondern mich um diesen Fettsack hier kümmern. Das ist jetzt keine sonderliche Herausforderung, auch wenn Kamek hier mal wieder ein bisschen Blödsinn macht. Er versteckt sich immer in ein paar Röhren. Hä? Das war Betrug. Hä, ich meine, also ich stehe auf der rechten Seite und er dreht sich nach links. Und ich bin natürlich links über schon mal über ihn. Das war auch Betrug. Und ich will links über ihn rüberspringen.
Und er ändert in dem Moment seine Richtung. Warum, weiß ich nicht. Das war unlogisch, das war Betrug. Aber wie dem auch sei, er versteckt sich. Ich hab ja eben gesehen, da oben in den Röhren. Und irgendwann kommt er dann raus. Dann sollte man halt ausweichen. Und vor allen Dingen sich in der Luft befinden, weil er ja diese komische Stampfattacke kann. Aber es ist auch egal, wir haben ihn. Und jetzt sehen wir mal wieder diese lächerliche Szene. Baby Bosa schafft es mit seinen 300 Tonnen in das von da aus in sein Schiff reinzuspringen. Aber Mario natürlich nicht mit seinen 70 Kilo oder wie viel er hat. Du hast alle Sternnutzer in Welt 2 gefunden. Und auch sonst alles, würde ich sagen. Jo. Und das ist die dritte Welt. Und es ist meine Lieblingswelt. Und ich freue mich richtig drauf. Und hier sollte es auch keinerlei Fails geben irgendwie. Nicht so wie in Welt 2, weil sie nicht ganz so schwer ist. Und natürlich speichern wir hier auch. Ja, ich werde die Zeit jetzt nutzen, um euch nochmal die Häuser zu zeigen, die wir hier haben. Denn die neue Welt möchte ich hier noch nicht anfangen. Außerdem muss man, soweit ich weiß, alle Häuser einmal gemacht haben, um auf die 100% zu kommen. Sprich, um alle 5 goldenen und funkelnden Sterne zu erlangen. So. Ja, mittlerweile kennen wir die Regeln. Ich fange eigentlich immer unten links an und das war goldrichtig. Also der Anfang sieht ja schon mal gut aus, wollte ich sagen. Erinnern die Eisblumen. Ah, jetzt sollte ich aufpassen. Ah, was haben wir da? Okay, ich gehe mal nach rechts. Bei einer müsste links noch bei sein. Jawohl. Ich glaube, unten links ist ein Feld. Okay. Nee, scheiße, unten links wäre eine Blume gewesen. Naja, egal. Das war jetzt nicht so gut. Aber so viele Items brauche ich jetzt auch nicht. Und außerdem kann man sämtliche Häuser unendlich oft spielen, wenn man denn die 100% in den Level hat. Also, wenn man... Wie viele Sterne braucht man? Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, man braucht sogar alle 5 goldenen, funkelnden Sterne. Dann kann man die unendlich oft machen. Gut, jetzt will ich mich hier ein bisschen beeilen und... Okay. Das war jetzt so natürlich nicht beabsichtigt. Fail. Da hat gerade meine Wii-Fernbedienung nicht mitgemacht und hat sich dann im letzten Moment dazu entschieden, irgendwie noch ein Stück nach rechts zu gehen. Ja, gut, den Stern hole ich jetzt noch. Das ist ja nichts Spektakuläres, was ich auch als einen kleinen Minuspunkt ansehe. Wie ich ja bereits in den ersten Parts gesagt habe. Aber gut, während ich hier den Stern hole, möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten. Bis dann. Ciao.